Okay, dann gucken wir mal. Wir sind live. Yeah! Hallo, 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 ihr Lieben. Einen schönen guten Abend in die Runde. Heute mal ganz außergewöhnlich an einem Montag. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Live-Tag, aber heute haben wir die Ausnahme, weil morgen die Celebration startet. Und ich hoffe, dass es jetzt dann auf YouTube auch bald losgeht. Bei uns geht es schon, weil es ist immer ein bisschen Zeitverzögerung. Mal schauen. Ah, es tut sich was. Sehr schön, sehr cool. Dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis unsere Chat-Mädels reagieren. Hallo, hallo nochmal in die Runde. Hallöchen. Ah, es schaut gut aus. Die Elke reagiert schon. Hallo, hallo, ihr Lieben. Total nett. Okay, gut. Zu viert heute, ganz genau. Aber Heute geht's trotzdem nicht rund, zu ihr Lieben. fürchten. Stimmt, einwandfrei. Also zum Fürchten ist ja mit uns eigentlich nie in Wirklichkeit. Im Gegenteil. Geballte Genau. Wunderwelt, Mädels Power. Genau so ist es. Okay, schön, ihr Lieben. Also, morgen startet die Celebration. Und wir haben uns gedacht, was gäbe es Schöneres als einen Talk, eine Gesprächsrunde, wo wir euch ein bisschen erzählen, was ist eigentlich die Celebration? Wie funktioniert das Ding? Was bedeutet Team? Was bedeutet Einsteigen bei Stampin' Up? Und so weiter und so fort. Was sind Fragen? Was ist das, wo man sagt, ah, oh, soll ich das machen oder nicht? Und da haben wir gedacht, wir berichten euch ein bisschen aus unserem Leben, wie es uns selber damit gegangen ist und was so auch die häufigsten Dinge sind, die Fragen von Mädels, die bei uns eingestiegen sind, wie das denn alles so ist. Und von daher haben wir uns gedacht, macht es total Sinn, einmal zu viert ein bisschen drüber zu plaudern. Und gleichzeitig werden wir natürlich den Chat auch verfolgen und schauen, ob ihr Fragen habt und so weiter. Okay, also heute mit am Start, ihr habt es schon richtig erkannt, ist die Carina, also unsere Ina Stempelt. Dann Hallöchen. haben wir, dann haben wir mit am Start die Daniela von Zauberhaft Stempelt. Hallo, ihr Und Lieben. als allererstes mal live unsere Yvonne Jansen von Papillon. Yeah! Juhu. Die Premiere heute für die Yvonne. Total süß. Schön. Okay. Gut. Also, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit der Frage, was erwartet uns jetzt in der Celebration? Was ist eigentlich die Celebration? Und was die Celebration ist, das erklärt uns jetzt einmal ganz schnell die Yvonne. Ja, hallo. Die Celebration, das ist natürlich der Knaller überhaupt, denn da wird nochmal richtig was rausgehauen. Denn für jeden Bestellwert ab 60 Euro könnt ihr euch noch zusätzliche Produkte aussuchen, die ihr dann einfach so mal nebenher noch bekommt. Und das staffelt sich natürlich auch in der Höhe. Zum Beispiel gibt es da auch Prämien für 120 Euro, die fallen dann in der Regel etwas größer aus. Und ihr könnt euch das zusammenstellen, wie ihr das gerne hättet. In zum Beispiel, wenn ihr sagt, nee, mir gefallen jetzt zum Beispiel drei Artikel im Bereich 60 Euro, dann könnt ihr hergehen und bei einem Bestellwert von 180 Euro bekommt ihr drei Artikel gratis dazu. Ihr könnt das aber auch switchen, indem ihr sagt, nö, ich möchte gerne ein 120er und ein 60 Euro Gratisprodukt dazu haben. Dann könnt ihr auch das machen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Da könnt ihr richtig bei sparen und euch noch schöne Sachen aussuchen. Ich finde das super. Das stimmt, da bin ich voll bei der Yvonne. Ich finde das auch total mega. Ich liebe die Celebration-Zeit, weil Geschenke, tja, die wollen wir natürlich alle haben, ist ja ganz klar. Und was total fein ist, oder was immer meine Überlegung ist, wenn jemand sagt, okay, ich hätte gern drei Prämien und muss dann ja um 180 Euro bestellen, muss unter Anführungszeichen, um diese drei Prämien zu bekommen, dann würde ich immer unbedingt nochmal 20 Euro drauf investieren, weil ihr dann natürlich auch nur die Shopping-Vorteile mitnehmen könnt. Und die Shopping-Vorteile, die kriegt man ja immer ab 200 Euro Bestellwert, sind dann auch wiederum 20 Euro. Also das zahlt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach total aus, 20 Euro zu investieren und um 40 Euro sozusagen Ware zu bekommen, unter Anführungszeichen, wenn man das so rechnen möchte. Und damit eben genau solche Dinge gut laufen und gut gehen,
finde ich persönlich immer, wenn man sich noch nicht ganz, ganz sicher ist, wie das mit der Celebration läuft, dann würde ich persönlich immer die Bestellung zuerst einmal zusammenschreiben und dann meine Demonstratorin kontaktieren und mit der mal durchgehen und sagen, okay, das und das macht meine Bestellung aus, habe ich das richtig verstanden, so und so. Ihr könnt es natürlich auch im Online-Shop bestellen, eh klar. Es ist total super, funktioniert auch sehr gut. Wenn ihr da unter 200 Euro einkauft, dann ist immer super natürlich, wenn ihr von eurer Demonstratorin den Gastgeberinnencode verwendet. Einfach deshalb, weil euch tut es nicht weh und jeder Demo ist super damit geholfen. Und es verlaufen sozusagen die Shoppingvorteile nicht im Nix, sondern eben ist eine kleine Anerkennung für die Demo, für ihre Arbeit, für alles das, was sie heute so leistet. Und wenn ihr über 200 Euro bestellt, dann bitte keinen Gastgebercode angeben, weil dann kriegt ihr natürlich die Shoppingvorteile plus natürlich auch die Celebration-Geschichte. Und die Carina, glaube ich, erzählt uns jetzt, wie das heuer im Shop abläuft mit den Celebration-Prämien. Ja, das hat sich heuer ein bisschen verändert. Also jeder, der im Online-Shop einkauft, führt ja normalerweise seinen Warenkorb. Da zählt dann eh schon die Summen zusammen und hat früher unten ein extra Feld gehabt, wo man dann die Celebration-Prämien auch eingegeben hat. Und dann kommen die weiteren Schritte sozusagen zum Bezahlvorgang bzw. Versandadresse, Rechnungsadresse eingeben. Und nachdem es da immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat, dass Prämien vergessen worden sind zum Eintragen, dann war der Bezahlvorgang erledigt und man hat es weggeschickt und dann waren die Prämien nicht dabei. Oh, jetzt haben wir einen Aussetzer bei der Carina? Oder habt ihr nur ich? Na, passt. Alles gut für mal. Ich habe keinen Aussetzer, aber ich höre auch nur mich selber und ich höre mich ja live gut, gell? genau, nachdem es da öfter mal ein bisschen Ärger und Frust gegeben hat, weil man eine Prämie nicht gekriegt hat, hat Stampin' Up den Einkaufsvorgang oder Auswahlvorgang von den Celebration-Prämien, ich habe euch da übrigens schon ein paar hergelegt, werde ich ein paar andere auch noch sagen, haben es ein bisschen verändert. Das heißt, ihr macht im Online-Shop euch einen ganz normalen Einkauf. Es wäre keine Celebration, sage ich jetzt einmal, gebt eure Zahlungsdaten ein, geht sozusagen zum Bezahlvorgang und bevor das Ganze abschließt, wird sie aufgefordert, euch Celebration-Prämien auszusuchen und die dann sozusagen dazuzugeben. Ihr müsst auch ganz explizit verneinen, wenn ihr keine Prämien haben wollt, und das will ja keiner von uns, ja. Aber das ist sozusagen die Hürde, die eingebaut worden ist, dass man nachdrucken muss, wenn man keine Prämien haben will, damit das auch ganz, ganz klar ist, dass jetzt um die Gratis-Prämien geht. Da bitte keine Scheu haben, nicht das Gefühl haben, ich bin schon beim Bezahlen und wenn ich da jetzt ja drucke, gehen vielleicht nur mal Kosten da rein. Nein, ihr werdet gefragt, wollt ihr Celebration-Prämien haben, welche denn? Oder ihr sagt explizit nein. Das ist das, was ganz neu ist. Und da bitte sich nicht stressen lassen, vor allem die Leute, die den Online-Shop schon kennen und anders kennen und das System anders kennen. Wirklich geduldig sein am Ende beim Bezahlvorgang, wird das Ganze abgefragt und dann könnt ihr euch Prämien auswählen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben diesmal nur 220 Euro Prämien, ansonsten lauter 60 Euro Prämien und die sind auch über die 2 Monate bleiben die gleich. Das heißt, früher, wie wir 3 Monate Celebration gehabt haben, sind ja monatlich neue Prämien dazugekommen. Das ist genauso wie heuer im Frühjahr, da haben wir über 2 Monate eine Celebration-Broschüre und da haben alle Prämien drinnen und aus denen kann man wählen. Generell bitte immer sich die Prämien vorher wählen, die es unbedingt haben wollt. Ja? Man hat uns zugesagt, dass das meiste so lange produziert wird, sozusagen, wie der Bedarf da ist, mit einer Ausnahme von 2 Celebration-Prämien und die habe ich schon da liegen. Nämlich die Stanzformen Schafe. Wenn die gar sind, sind sie gar, da gibt es nichts mehr nach. Das heißt, wer das wirklich haben will, ich schätze mal diejenigen, die sich Stempelset Knuddelgrüße aussuchen, hätten auch gerne die Stanzformen dazu. Von dem her, wenn sie das haben wollt, relativ bald einmal in den Warenkorb rein tun und nicht vielleicht bei der 3. Bestellung. Ich bin ganz, ganz, ganz optimistisch, gut, dass ihr 3-mal bestellt sind, 2 Monate. Wohl wahr. Und dieses Glamourpapier, das Glitzerpapier mit den lustigen Punkten,
das wird es auch nicht in Nachlieferung geben. Das heißt, auch wenn da der Vorrat aufgebraucht ist, dann kann man es nicht mehr nachbestellen. Alle anderen Papiere, die Stempelsets, wird es länger geben. Und da gilt wirklich bei den zwei Prämien, solange der Vorrat reicht. Ah, oh, und das Glamour-Papier ist so ein Knaller, oder? Ja, voll. Das, also, wo eingesetzt auf was Uniformen drauf, das bammt voll. Ich finde auch. Also das Glamour-Papier ist ein Oberknaller. Total schön. Und nicht zu verwechseln mit Glitzerpapier. Nein, gar nicht. Aber es ist wirklich ganz anders als das übliche Glitzerpapier. Das ist irgendwie, ja, einfach spezieller nochmal, finde ich. Also mir taugt das voll. Ich hole jetzt mal schnell Glitzerpapier dazu. Ist schon so cool, bei dem Tausender zu sehen, bei der Daniela, ne, für sie ihre 1000 Abonnenten gehabt hat, die ja mittlerweile schon 1100 Abonnenten hat. Also bei der Daniela fixt ja dieser YouTube-Kanal nach oben, das ist Knaller. Ja, aber ich wollte noch sagen, für mich erinnert es so ein bisschen, wer das kennt, vielleicht aus den 70er oder so, es hat viel so Mosaik-Badfliesen gegeben, wo so kleine, runde Mosaiksteinchen zusammen sind. Und so sieht es für mich aus. Und erstaunlicherweise, ja, und es bricht auch nicht raus. Also, wo ich das ausgestanzt habe, es ist wirklich richtig schön drauf geblieben. Erst habe ich gedacht, das wird vielleicht dann rausbrechen, aber das war richtig sauber. Also, ganz toll eigentlich, muss ich sagen. Ich finde es klasse. Cool. Super, gut zu wissen. Ah ja, jetzt sieht man sehr schön den Vergleich zum Glitzerpapier. Ich finde auch, also das Glitzerpapier ist einfach ganz, ganz, ganz fein beflockt, sage ich jetzt einmal. Und das Glamour-Papier ist, also bei mir ist das Disco-Kugel. Ja, ein Einwandfrei ist das, ein bisschen ein Disco-Look. Aber ich finde es voll cool, oder? Ja, total schön. Total, und mir geht es auch so wie der Daniela. Ich habe es auch schon ausgestanzt und Kleinteile geschnitten. Das hat super funktioniert. Sehr cool. Fein. Ich freue mich ja schon, wenn ich das beim nächsten Video dann nochmal einsetze. Schön, ihr Lieben. Also, zur Celebration selber, glaube ich, gibt es dann gar nicht mehr viele Fragen. Ihr habt das ja alles wunderbar beantwortet, wie das läuft. Wichtig ist eigentlich nochmal zusammengefasst für unsere Kunden, merken, pro 60 Euro gibt es eine Prämie. Manche Prämien, das sind ein bisschen größere, also mit mehr Stempel oder mit mehr Standsteile, die kosten dann so quasi 120 Euro, muss man da bestellen. Sind aber nur zwei Prämien, alle anderen sind 60 Euro Prämien. Und es gibt keine Obergrenze. Also ihr könnt es auch um, keine Ahnung, 400, 500, 600 Euro bestellen. Das wird immer noch oben gerechnet. Pro 60 Euro gibt es eine Prämie. Also wenn jetzt jemand wirklich eine größere Bestellung aufgibt, dann kann er auch, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Prämien bekommen. Gar kein Thema. Und was ich total schön finde, weil ich es gerade da habe, wir haben diesmal echt ein paar Prämien, die mit Produkten aus unseren normalen Katalogen koordinieren. Ja? Stimmt, das ist total mega. Das finde ich auch lässig. So wie das Pinguinpapier, gell? Weil es ist gerade so wie das Pinguinpapier, es gibt Stanzformen, die dazu passen. Wir haben anderes Papier dabei, das habe ich jetzt leider nicht da, das wieder zu einem anderen Set passt, mit Rentiere. Also da, oder dieses schwarz-weiße Papier, das kennen ja in Wahrheit schon ganz viel von euch, nur halt in Farb. Mhm, genau. Von Hand gemalt. Von Hand gemalt, genau. Genau. Mhm. Also es ist wirklich mega. Ich finde auch, es sind die Prämien hier wirklich total schön und es macht total Sinn. Ja, und dann ist die Celebration-Zeit ja natürlich die Zeit zum Einsteigen und selber Demo werden. Und auch da gibt es natürlich wieder gute Angebote, eh klar. Und da will ich euch ganz kurz einmal das schnell in die Kamera halten. Und zwar gibt es heuer das Starter-Set, das übliche Starter-Set ist, was es ja das ganze Jahr gibt. Also sprich, dass man 129 Euro bezahlt und sich aber um 175 Euro Ware aussuchen darf, was ja per se schon immer ein Mega-Angebot ist. Aber heuer gibt es noch dazu plus ein Produktpaket gratis aus der Liste, die ihr da sehen könnt. Also aus dem allen darf man sich ein Produktpaket aussuchen und die Produktpakete, die habe ich euch übrigens auch verlinkt auf meinem Blog. Die findet ihr natürlich im neuen Winter-Mini-Katalog und da gibt es sogar eine Prämie, die kostet über 70 Euro normalerweise und die kriegt man in dem Fall aber gratis dazu. Also die kostet wirklich 0,00.
dazu. Und das finde ich total mega. Also es ist wirklich ein richtig super, super, super geniales Einsteigerangebot. Und da kommen wir natürlich zu einem von unseren Lieblingsthemen, eh klar. Also wir sind ja alles Mädels, die super gerne auch Uplines sind. Und da wollte man mit euch einmal ganz explizit drüber sprechen, was bedeutet eigentlich Team? Warum ist es so wichtig, in welches Team man sich einschreibt, also wo man einsteigt? Und auf was sollte man denn so ungefähr achten oder wie ist denn das eigentlich? Und jetzt wisst ihr ja alle, die ihr unsere Kanäle ja fleißig und brav verfolgt, dass wir das Team Wunderweltmädels sind. Das ist ja unser brandneues Wunderweltmädels-Team-Logo sozusagen, das ihr da jetzt seht. Und das Team umfasst wirklich alle meine Team-Mädels. Und von daher möchte ich euch das einmal ganz kurz gerade zeigen, wie denn das eigentlich so läuft. Also in meinem Fall oder in unserem Fall ist es so, dass ich bin die Upline, eh klar, ne? Also mich kennt ihr am allerlängsten, ich bin am längsten schon aktiv. Das ist also mein Beginn bei Stampin' Up, wenn man so will. Aber mir ist natürlich auch eine Upline, eh klar. Und in mein Team, also zu mir eingestiegen, sind unter anderem, also sind einige Mädels, aber unter anderem ist bei mir eingestiegen die Yvonne Papillon, ne? Dann ist unter anderem bei mir eingestiegen die Carina, unsere Ina Stempel, und auch die Daniela von Zauberhaft Stempeln. Und so wie ihr das da seht, sind wir aber alle natürlich Team Wunderweltmädels. Und wenn jetzt jemand bei der Yvonne einsteigt, die ja wiederum auch schon bereits zwei Teammädels hat, oder bei der Carina, die auch zwei Teammädels hat, oder bei der Daniela, die momentan ein Teammädel hat, gehören natürlich diese Teammädel auch alle zu unserem Wunderweltmädels-Team. Das heißt, für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie funktioniert denn das in dem Wunderweltmädels-Team, da muss ich ja bei der Daniela einsteigen, damit ich ein Wunderweltmädel bin. Nö, alle, die bei meinen Teammitgliedern einsteigen, sind genauso Wunderweltmädels, weil sie genauso zu meinem Team gehören. Die haben sogar noch den Vorteil, dass sie so quasi im Hauptteam Papillon sind oder im Hauptteam Ina Stempelt oder im Hauptteam Zauberhaft Stempelt und gehören aber dann trotzdem noch zu den Wunderweltmädels. Also die haben sozusagen einen Mehrwert, wenn man so will. Alle, die aber direkt bei mir einsteigen, sind zu diesen drei Damen die Teamschwestern. Und so wie ihr seht, wie wir da heute zum Beispiel zusammensitzen und miteinander so quatschen und Spaß haben, so ist halt das eigentlich das Schöne bei uns im Team, dass auch die Teamschwestern miteinander total ein gutes Verhältnis haben, genauso wie eben zur Downline. Die Monika hat gerade reingeschrieben, ihre Teammami ist die Yvonne, ganz genau. Und so seht ihr schon so, ja, ist eben die ganze Linie bei uns im Team Wunderweltmädels. Und wir sind einfach ein großer kreativer Haufen und so, glaube ich, fühlen wir uns auch, oder? Ja, voll. Und vor allem, wenn die Steffi jetzt schreibt, sie steigt auf jeden Fall bei uns ein und fühlt sich bei uns wohl, kann ich nur untermauern und bestätigen, steigt auf jeden Fall bei uns ein, weil ich denke mal, wenn das Gefühl im Vorfeld schon da ist, da kann ich mich wohlfühlen und das ist meins, dann ist es das Richtige. Das ist ganz was Wichtiges. Sie am Anfang zu spüren, wo habe ich denn meinen Platz, ja? Weil ganz wenn genau. Ich im Vorfeld schon unsicher bin, oft hat man das Gefühl, es gibt so ein Team, die sind in sich so geschlossen, ja? Wenn ich das Gefühl habe, lieber mal anrufen und nachfragen. Aber wenn so die Steff jetzt schon sagt, das ist meins, da habe ich meinen Platz, das weiß ich, das wird passen. Was kann es denn Schöneres geben, ja? Das stimmt. Und da glaube ich, sollen wir überhaupt bei dem immer aufs Bauchgefühl hören. Weil es ist so wichtig, wer die Upline ist. Wir haben das schon so oft betont und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Weil ihr möchtet es gar nicht meinen, Mädels, also alle, die da draußen jetzt zuhören und sich mit dem Gedanken tragen, ob sie eventuell als Demo beginnen. Ihr würdet gar nicht glauben, wie oft ich E-Mails kriege von anderen Stampin' Up-Demos, die sagen, war Daniela, jetzt bin ich schon zwei oder drei Jahre bei Stampin' Up und irgendwie kann ich nicht zu dir wechseln. Und das ist aber natürlich, wenn man schon zwei oder drei Jahre dabei ist und vielleicht schon selber Teammitglieder hat, dann wirklich nicht mehr leicht. Weil das Wechseln bedeutet immer, dass man 3 Monate wirklich Pause hat, in denen man nicht mehr einsteigen darf, damit man eben zu jemand anderem wechseln kann.
Das bedeutet auch, dass man wirklich wieder bei Null beginnen muss. Also man muss wieder von vorne anfangen. Man kann das Team nicht mitnehmen. Also es ist wirklich nicht einfach zu wechseln, was auch durchaus positiv ist. Sonst würde das ja ständig ein Hin- und Her-Wechseln sein und es wäre keine Stabilität in einem Team. Und das will man natürlich nicht. Man will ja schon, dass ein Team stabil ist und dass das gut funktioniert, klarerweise. Also von daher macht es schon Sinn, dass es diese Regeln gibt, aber es ist einfach total wichtig, sich im Vorfeld Gedanken drüber zu machen. Und von daher haben wir uns überlegt, eben um nicht immer so lapidar zu sagen, steigt es doch ein und macht es das doch, erzählen wir euch einmal ein bisschen die Sicht des anderen, also wie das Ganze für uns war, wie wir eingestiegen sind. Und ich glaube, da beginnt jetzt die Daniela mal, die erzählt, wie ihre Geschichte war, wie sie zu Stampin' Up gekommen ist, wann sie dann eingestiegen ist und warum und wieso und überhaupt und sowieso. Daniela, leg los. Ja, danke schön. Ich, was vielleicht viele noch gar nicht wissen, ich bin im Januar 2013 schon zu Stampin' Up gekommen und zwar mit diesem Set. Das waren die Schmetterlinge und die Stanze und das war quasi mein Riesenprojekt für das Jahr 2013. Ich habe nämlich da geheiratet und habe dann quasi mit Stampin' Up meine ganze Hochzeitsausstattung, die Einladungen, das Gliedmatt für die Kirche, die Tischdekoration, selbst in der Kirchendeko, überall waren diese Schmetterlinge. Also wir haben etwa 800 Schmetterlinge goldembossed und ausgestanzt und noch vieles mehr. Und seitdem liebe ich Chili und Vanille. 800 Schnitzel, das wäre 800 ja. Goldene Schmetterlinge. Embossen, ich kriege die Krise. Ja, die Liebe war groß. Ja, auf jeden Fall. Und also mein lieber Mann hat auch ganz fleißig ausgestanzt und mitgeholfen und das fand ich ganz großartig. Und ja, dann habe ich eigentlich immer mehr ausgebaut, was mir so gefallen hat. Und ja, dann kam Geburtstage und dann kam die Geburt und die Taufe und alles irgendwie immer mit Stampin' Up und Geburtstage dazu und ja, und letztes Jahr irgendwie war dann so, oh, Live-Basteln mit Daniela, cool, da mache ich mit und es hat total viel Spaß gemacht und viel Schwung gebracht und dann habe ich gedacht, ja, das finde ich cool, ich möchte meinen eigenen Blog haben. Und das habe ich dann auch verwirklicht und dann habe ich genau das gemacht, was man, den Fehler, den halt leider mehrere gemacht haben, habe ich dann auch gemacht. Für mich war ganz klar, ich steige bei der Demo ein, wo ich bisher schon Kundin war. Ja, man sollte vorher reden und dann tun. Und das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, das ist total wichtig. Ja, sie ist total lieb und nett und alles, aber Moment mal, Daniela, ja. Ich muss gerade mal schnell reingrätschen und dazu sagen, ich war nicht die Demo, wo die Daniela immer eingekauft hat, sondern die Daniela war bei einer ganz anderen Demo-Kundin und hat nur, so quasi nur meine Videos immer geschaut. Also sie ist nicht bei mir eingestiegen damals. Na, um Gottes Willen, also sonst hätte ich ja die Odyssee nicht hinter mir. Genau, und ja, da war dann quasi das Problem, ich wollte YouTube-Videos machen und sie ist aber ein ganz anderer Typ, also das Team ist ganz anders strukturiert und alles und dann habe ich quasi gedacht, nee, das also mein Herz hat da irgendwie nicht so mitgemacht und dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich die Frau Hödel an, die ist immer so nett und die, mit der möchte ich jetzt einfach reden über das Problem, weil das hat mich belastet und alles und ja, und dann haben wir telefoniert, Daniela und ich und da kann ich sagen, Daniela ist so authentisch in jeder Lebenssituation, wie sie in den Videos ist, also ganz große Klasse und sie hat mir so geholfen und dann habe ich wirklich den Schritt gemacht, ich habe nach 2 Wochen gekündigt und musste dann die ganz schlimmen 3 Monate warten, habe in der Zeit total viel dann am Blog gearbeitet und die ersten Videos probiert und dann durfte ich Mitte Februar einsteigen. Und ja, was soll ich sagen, es ist irgendwie, es macht so viel Spaß. Ich bin mittlerweile, ich habe den Schnellstart geschafft, ich habe den Aufstieg Ende April geschafft zu Elite-Bronze und jetzt schon Silber, dank meinem lieben Teammitglied der Monika, das ist einfach mega, ja. Und also ich bin total glücklich, dass ich hier bin und mit allen zusammen und ja, also von dem her meine Empfehlung auch, was Carina schon gesagt hat und Daniela, sprecht vorher miteinander und es war bei der Monika und mir so, sie hat
habe dann gesagt, wir haben ein bisschen geschrieben und dann hat gesagt, ich möchte da telefonieren. Und dann haben wir eine Stunde miteinander gequatscht, Fragen geklärt und dann hat sie gesagt, das mache ich. Und ja, seitdem sind wir ein tolles Team miteinander und wie gesagt, sie profitiert ja auch vom Team Wunderwelt Mädels und das ist einfach mega. Das ist so süß, ich finde das so mega. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie mich die Daniela das erste Mal angerufen hat. Und das kann ich mich echt nur genau erinnern. Ich weiß noch genau, wo ich da gesessen bin und wie ich mit ihr geplaudert habe. Und wir haben da ziemlich lang eigentlich telefoniert. Und es war so süß, weil die Daniela war so eigentlich schon so voll im Tun. Und es hat ihr schon so Spaß gemacht, Demo zu sein. Aber man hat einfach gemerkt, sie ist wie gefahren mit einem Auto mit angezogener Handbremse. Also man hat so gespürt, sie möchte eigentlich viel mehr. Und kommt nicht voran und weiß nicht wie. Und da haben wir dann eine Zeit geplaudert und ich habe ihr dann schon verschiedene Lösungen aufgezeigt und eben, wir haben da schon besprochen, wie sie jetzt in dem Team verbleiben könnte und wie das funktionieren könnte, was sie machen kann, worauf sie achten sollte. Wir haben über ihren Blog gesprochen, über ihren Namen vom Blog. Also wir haben da wirklich alles Mögliche, haben wir da durchgearbeitet. Auch obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht die Upline von ihr war, sondern einfach, ja, wir waren uns halt gleich total sympathisch. Das hat einfach sofort gepasst. Und das war dann auch so süß, weil ich bei dem ersten Telefonat, da war noch nicht wirklich klar, ob die Daniela jetzt wechseln möchte oder nicht. Weil sie hat ganz am Anfang sofort mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, ich bin eigentlich schon Demo. Ich weiß nur nicht, ich tue mir so schwer. Ich weiß nicht, wie ich es machen sollte, ich möchte gern mehr und mein Upline kann mir eigentlich nicht helfen. Und es ist natürlich so, ich kann jetzt natürlich nicht fremde Teammitglieder nur Vollgas mitbetreuen und mitcoachen, aber so ein paar erste Tipps, die kann ich natürlich immer geben und die habe ich der Daniela auch gegeben. Aber trotzdem hat dann die Daniela 2-3 Tage später angerufen und hat gesagt, Daniela, ich möchte gern zu Ihnen wechseln, ich pausiere 3 Monate, dann weiß ich, da kann ich besser loslegen. Und genauso ist dann auch gewesen, gell, Daniela? Ja, dann hat sie pausiert und hat auch mit ihrer damaligen Upline über das gesprochen. Die haben sich das auch im Vorfeld ausgeklärt. Das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man nicht einfach hergeht und kündigt und der ehemaligen Upline gar nichts sagt oder auch gar nicht drüber spricht, wo eigentlich die Schwierigkeit liegt oder warum man sich nicht so wohl fühlt. Ich finde, das gehört immer offen auch dazu, dass man auch was Altes dann richtig beendet, dass man demjenigen die Chance gibt, zu verstehen, warum jetzt ein Teammitglied geht, weil das will natürlich keiner. Ich will auch nicht, dass meine Teammitglieder gehen, obwohl die eine oder andere natürlich auch geht. Ist ja ganz klar, ist ja das Leben. Aber da finde ich auch ganz wichtig, dass wenn man mal in so einer Situation ist, dass man einfach auch mit der Upline, die man hat, schon vorher auch bespricht und sagt, hoch, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die nicht mag oder dass was nicht gepasst hätte, sondern es passt für mich geschäftlich nicht so gut. Und gerade wenn man so ist wie die Daniela, die von Anfang an ganz klar war, mit dem, dass sie gesagt hat, ich will das jetzt nicht nur als Hobby machen, sondern ich will mir da ein Geschäft aufbauen, da war das natürlich schon ganz wichtig. Und das hat sie einfach tiptop gemacht, die Daniela. Und das merkt man jetzt einfach total. Also bei der Daniela funktioniert das wirklich prima und hat eben schon ihr erstes Teammitglied nach so kurzer Zeit. Oh, das hätte ich auch gern gehabt. Da ist die Daniela mir 10 Schritte voraus. Wirklich mega. Ja, schön. Echt schön. Danke, Daniela, dass Sie Ihre Geschichte da mit uns so geteilt haben, erzählt haben, wie es Ihnen gegangen ist. Ja, ich danke nochmal Ihnen fürs Anschieben oder Bestätigen eigentlich. Ja, es war sehr, sehr gerne. Ja, genau. Ja. Sehr gern. Okay. Schön. Dann würde ich sagen, Yvonne, erzählen Sie uns einmal, wie war es bei Ihnen? Ja, wie war es bei mir? Also ich fing irgendwie 2018 fing ich mal wieder an zu basteln. Meine Jungs waren mittlerweile groß und vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn man dann lange Zeit Hausfrau-Mutter gewesen ist und volle Power gebracht hat, dann stellt man sich irgendwann die Frage, was passiert denn jetzt? Fällt vielleicht auch so ein tiefes Loch, wo man sich dann erstmal wieder finden muss. Und dann habe ich wieder angefangen zu basteln. Dann stand unter anderem auch die goldene Hochzeit meiner Eltern vor der Tür. Und wir dachten uns, was machen wir denn Schönes? Und dann ist das ja immer überall dasselbe. Man guckt und guckt. Und dann habe ich eine Explosionsbox im Netz gefunden und fand das total super. Ja, und seitdem bin ich förmlich geflasht und ein Tag ohne Basteln geht bei mir nicht mehr. Und
Ja, dann war das bei mir so, nach einem Jahr, die Jungs waren dann ausgezogen. Dann saß die Mama dann hier wie so ein Häuschen elend und war sich halt um überlegen, was mache ich denn? Und ich habe ja die ganzen Videos von der Daniela ja schon lange, lange verfolgt. Und ich habe den Fehler oder Gott sei Dank den Sprung gemacht und habe dann gesagt, bei einer guten Aktion, ich steige da jetzt einfach ein, habe mich da angemeldet und ich kriege dann irgendwann eine Mail mit: Hallo, wer sind Sie denn? Total eine liebe Mail und das war richtig, richtig goldig. Und dann hatten wir auch noch ein schönes Telefonat und haben uns da ausgetauscht. Das war richtig herzlich und hat richtig viel Spaß gemacht. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich jetzt noch nicht so genau, was hältst du jetzt davon? Sind das wirklich nur die Pflichten, die da immer aufgezählt werden? Oder kommt da noch von hinten irgendwo so ein Fuß durch die Tür und man fällt auf die Nase. Man ist ja immer sehr vorsichtig, was das angeht. Und das war aber alles nicht so. Und dann fand ich besonders schön, dass die liebe Frau Hödel mich dann auch an die Hand genommen hat und hat mir dann gesagt, was wollen Sie denn? In welche Richtung gehen Sie denn? Und ich hatte anfangs eigentlich gar nicht so vor, so richtig, ja, sag ich mal, mit Verkaufen und Videos dachte ich ja, vielleicht mal hin und wieder. Und das Schöne ist dann halt, dass man wirklich unterstützt wird und sich gut aufgehoben fühlt und man auch gepusht wird. Dass man sagt, hier, du kannst das und mach auch einfach mal und wir können das zusammen. Und sie hat halt immer ein offenes Ohr gehabt und dann war auf einmal Dezember und dann sagte sie, wir machen eine Team-Challenge, Sie machen jetzt mit. Und ich hatte meinen Kanal gerade mal so 3 Monate am Laufen und dann brach bei mir der Schweiß aus. Und aber ich habe dann gesagt, einfach machen, tun und gar nicht drüber nachdenken, weil manchmal steht man sich auch selbst im Weg, sondern einfach mit Mut und Mut zur Lücke einfach mal machen. Und seitdem, ja, kann ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen und bin absolut happy. Und das ist letztendlich auch das, was meine Teamies auch immer wieder fragen, wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf. Wo sind denn da, ja, die Macken? Wo sind denn da die Klemmer? Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier für 129 € einkaufe, für 175 Sachen aussuchen kann und ich kriege auch noch Prozente und das hört sich ja alles, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Und das Schöne ist halt, bis auf eine Ausnahme hat man halt nicht wirklich viel, was man beachten muss, sondern man kann einfach seine Kreativität freien Lauf lassen, sich mit seinen Teammitgliedern austauschen. Und ich bin unheimlich glücklich, dass ich jetzt meine beiden Teamies habe, die ich hoffentlich genauso gut betreue. Man ist ja in den Anfangsschuhen und man versucht, das Möglichste zu geben. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass die beiden Teamies zusätzlich, wenn ich mal gerade nicht so schnell erreichbar bin, im Team Wunderweltmädels genauso gut aufgehoben sind und da ihre Fragen stellen können, wenn sie mich jetzt mal persönlich nicht erreichen. Das ist eine große, liebe Familie, ohne die ich gar nicht mehr sein wollen würde. So, Oh, das so war mein süß, Weg. Yvonne. Dankeschön, wie nett. Und auch bei der Yvonne eben, das ist ja für mich persönlich, ist ja das ganz spannend, einmal wirklich eure Geschichten so richtig zu hören. Wir haben da schon einmal drüber geplaudert, wie wurden das so. Aber ganz am Anfang, Mädels da draußen und Jungs, könnt ihr euch ja vorstellen, die kennen ja mich auch noch nicht so wirklich gut. Und dann haben sie immer am Anfang nur so das Gefühl, da sind sie ein bisschen vorsichtig noch und rücken noch nicht so recht raus mit allem, was da eigentlich so ist. Das kommt ja dann erst mit der Zeit. Und so ist es eben da auch. Und so höre ich halt zum Beispiel Dinge, die ich auch noch gar nicht so gewusst habe. Ganz spannend. Und bei der Yvonne ist es natürlich so, gerade so wie bei der Yvonne, das hat mich natürlich total gefreut, weil ihr wisst ja, die Yvonne ist ja ganz oben im hohen Norden. Also die Yvonne ist jetzt wirklich nicht bei mir um die Ecke, sondern schon ganz, ganz weit weg von mir. Und trotzdem hat sie aber den Sprung gewagt und ist zur Österreicherin gegangen. Es hätte ja zig hundert deutsche oder tausend deutsche Demos auch gegeben, wo sie hätte einsteigen können. Aber nein, sie ist zu mir gekommen und das freut mich nach wie vor riesig.
Und da hat sie mir natürlich schon einen ganzen Batzen Vertrauensvorschuss auch gegeben damit, klarerweise. Ne? Das ist ganz logisch. Und so ist es eben ja, bei uns im Team, dass es keine Grenzen gibt. Also bei uns gibt es nicht, wir sind aus dem Land und wollen nur die aus dem Land oder es ist der Norden mehr wert wie der Süden oder was weiß denn ich, das gibt es bei uns alles nicht, sondern wir sind wirklich ein großer Haufen, jeder kann mit jedem, also das ist wirklich total fein und irgendwie findet sich auch bei uns, glaube ich, genau die wieder ins Team, die selber auch so herzlich sind und durch das funktioniert das einfach total gut. Die Wunderwelt kennt keine Grenzen, das stimmt so bitte. Und genauso gut ist bei uns eben auch schön, dass wir ganz viele Hobby-Demos haben, aber eben auch so wie wir vier zum Beispiel und auch noch ein paar mehr, die gerne auch ein Team möchten und auch eben Kunden haben. Und von daher passt das total gut. Und so wie die Yvonne heute angesprochen hat, man wartet so auf den Haken, weil das kann es ja nicht sein, dass man nur so quasi die 360 Euro in etwa im Quartal umsetzen muss und dann passt es. Man wartet immer drauf, dass nur irgendwas kommt, dass man nur irgendwas machen muss oder erfüllen muss oder wie auch immer. Und das Spannende ist, es ist wirklich so. Es gibt keinen Haken. Es ist nichts, was mehr zu tun ist. Das ist das Einzigste. Und so wie ich euch schon ganz oft auch in vorhergehenden Videos gesagt habe, dass man manchmal meint, man muss noch irgendwas tun oder es kommt nur irgendjemand, der sagt, jetzt schau mal, dass du ein Teammitglied kriegst oder jetzt schau mal, dass du mehr Umsatz hast oder was. Das gibt es einfach nicht. Also in unserem Team gibt es das nicht. Es kann sein, dass das eventuell in anderen Teams dort oder da vielleicht im schlechtesten Fall mal schon der Fall ist. Aber ich kann nur sagen, bei uns gibt es das wirklich nicht. Und von daher, glaube ich, funktioniert es einfach auch so gut. Und von daher sind wir auch schon so eine ganz eine große Truppe, die einfach sehr, sehr gut miteinander funktioniert und einfach einen ganz einen liebenvollen Ton auch miteinander hat und auch gut miteinander kann. Und das macht es einfach aus. Ich glaube, das ist wirklich das Schöne dran. Schön, jetzt bin ich ganz gespannt. Carina, erzählen Sie uns einmal Ihren Weg. Ja, die Carina ist ja eigentlich fürs Hobby-Demo eingestiegen, aber ich möchte ein bisschen früher anfangen, weil bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie bei der Yvonne. Ich bin eine Zeit lang von Hobby zu Hobby gesprungen, sage ich jetzt einmal. Ich habe eine Zeit lang Motivtorten gebastelt, wie er gebastelt, ja genau. Bastel wie er uns gebacken, eine Irre und habe Basketter-Sterne gefallen und dann, keine Ahnung, Zeit lang habe ich gemeint, ich muss recht sportlich sein, das ist gerade eher nicht so. Und 2017 habe ich beschlossen, ich verschicke heuer Weihnachtskarten und die mache ich selber. Habe mir dann dort und da ein bisschen Material zusammengesucht und habe sehr dilettantisch Weihnachtskarten verschickt. Im Zuge dessen bin ich natürlich auch auf YouTube gestoßen, auf diverse Bastelvideos und zwar hatte ich ein Geheimnis, ich schenke mir ja jedes Jahr Weihnachten selber was, damit ich auf jeden Fall ein Geschenk habe, mit dem ich so eine richtige Freude habe. Das bin ich ja mega! Auf jeden Fall habe ich mir ein Big Shot gekauft, geschenkt, selber, eine große. Und dann, wie es gekommen ist, am 23. Dezember, habe ich festgestellt, eigentlich brauche ich ja noch viel, viel mehr dazu. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich die große gekauft, weil ich geglaubt habe, ich mag große Schachteln machen und das geht nur mit einer großen Big Shot. Ja, also so richtig dilettantisch. Egal, die habe ich gehabt. Und dann habe ich mich vertieft und irgendwann im Internet, Recherche und YouTube bin ich natürlich auch über Stampin' Up gefallen und habe dann auch relativ schnell herausgefunden, dass es im Jänner eine Celebration gibt. Das heißt, ich habe mir online einen Katalog angeschaut und habe dann gleich einmal um einen relativ großen Betrag bei einer Demonstratorin in meiner Nähe bestellt, online. Weil ich brauche ja keinen Kontakt, ich bestelle online und die sollen mich alle in Ruhe lassen, so nach dem Motto. Total super. Bestelle halt das, was ich brauche. Ja. Das ist dann auch gekommen und von dieser Demonstratorin ist dann auch eine Mail gekommen mit einem schönen Dank für die Bestellung, brauchst einen Katalog, magst du meinen Newsletter haben. Katalog wollte ich den dann nicht, habe gesagt, den nächsten hätte ich dann gern. Und dann ist aber auch nichts mehr gekommen. Und dann hat es mich gestört, dass ich auf einmal nichts mehr mit der zu tun gehabt habe. Habe aber dann schon immer weiter Videos geschaut,
bin natürlich auch auf die Daniela gestoßen und habe dann im selben Quartal, im März nämlich dann, eine fette Bestellung bei der Daniela hinterlassen. Und die Daniela hat mir nicht nur eine Mail geschickt, sondern die Daniela hat mich angerufen. Und wir haben geplaudert und wir haben geredet. Und nachdem ich mich ja vorher schon ein bisschen eingelesen habe über Stampin' Up und wie das rennt, habe ich gesagt, vielleicht irgendwann einmal, wenn sie wieder eine gute Aktion haben, konnte ich mir vorstellen, vielleicht auch als Thema für einen Eigenbedarf einzusteigen. Das habe ich mir gut gemerkt, Mädel. Ja, im Juli ist nämlich die nächste Aktion gekommen, die wirklich Bombe war. Und wer hat mich angerufen? Die Daniela. Aber nicht, dass sie mich busseriert und belästigt hat, das überhaupt nicht, sondern sie hat freundlich nachgefragt im Sinn von, hey, sie haben ja mal gesagt, es war eventuell ein Thema einsteigen, wenn es eine gute Aktion gab, wie schaut es denn aus? Und dann bin ich ins Schwitzen gekommen, weil ich habe in der Zeit gerade meine Wohnung aufgelöst, habe alles in Schachteln verpackt und habe gewusst, dass ich im August 2 Wochen lang quasi obdachlos bin, weil ich meine Wohnung schon aufgegeben habe, bevor ich in die Leiche gezogen bin. Oh weia. Und habe mir gedacht, jetzt einsteigen ist auch ein bisschen riskant. Ja. Habe es aber dann trotzdem gemacht, bin eingestiegen am 12. Juli vor genau 2 Jahren. Das heißt, ich habe 2-Jähriges gehabt im Juli. Und habe dann auch noch gleich, bevor ich alles in Schachteln gepackt habe, bei der Team-Challenge mitgemacht. Oh, cool. Wann schon, dann schon. Das und habe für mich total klar gehabt, ich bin Hobby-Demo, ich spare mir einfach ein bisschen was, weil ich da günstiger einkaufen kann. Und das, was ich mir so durchgerechnet habe, gebe ich eh locker aus. Ja? Aber keine Geschäftsidee, überhaupt nicht. Ja? Habe dann trotzdem um einen Jahreswechsel einen Blog zum Schreiben angefangen. Da haben wir nämlich unseren ersten Blog gehabt mit dem Stempelset der Woche. Und da habe ich angefangen zum Blog schreiben. Und während ich sozusagen den Blog geschrieben habe, hat mich Daniela wieder angestupst. Und hat gesagt, Carina, wie schaut es denn aus? Können Sie sich nicht vorstellen, dass Sie mal Videos machen? Und die Carina sagt, na sicher nicht. Ja. Das kann ich ja gar nicht. Ich bin genau. Ja das völlige technische Ungenie. Ja. Wie soll denn das gehen? Ja. Hab dann aber, also bei uns, ich muss dazu sagen, wir haben ja eine YouTube-Gruppe für die Wunderwelt-Mädels, wir haben eine Plaudergruppe, wir haben eine Fotogruppe und es gibt aber auch eine YouTube-Mädels-Gruppe, nicht nur für die Wunderwelt-Mädels, sondern für die, die YouTube machen. Und die Daniela hat mich da einfach mal dazu da, zu den schon bestehenden YouTube-Mädels. Ich habe ganz tolle Tipps gekriegt, wie man es angehen kann, welche Programme man brauchen kann, wie man filmt, mit was brauche ich an Ausstattung. De facto, ich filme bis heute mit meinem Handy, ja, weil es völlig genügt, schön sprechen. Und habe dann einfach mal probiert. Mein allererstes Video war eine Babykarte. Die gibt es in dreifacher Ausführung, weil ich das Video dreimal gedreht habe, weil immer irgendwas kappert hat. Ja. Aber ich habe immer wieder Zuspruch gekriegt. Und also ich habe Tipps gekriegt, wie man was macht. Und habe dann de facto ein Video hochgeladen. Und habe bei dem Video sehr schön, sauber, klar Deutsch gesprochen und habe das sehr lange in meinen Videos beibehalten, bis ich irgendwann die Frage bekommen habe, was ist denn mit der Carina los, gefreizt die nicht? Weil ich nämlich so konzentriert war drauf, damit ich schön rede, dass mein eigentliches, sehr fröhliches Naturell völlig untergegangen ist, ja? Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann auf meinen Dialekt zurückgesprungen bin, weil ich da halt wirklich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und weil da so ein bisschen der Schmäh rennt. Ich glaube, das kriegt man mittlerweile in meinen Videos auch ein bisschen mit. Und mit dem ist aber auch Selbstsicherheit gekommen. Und dann erst, muss man sagen, ist bei mir der Gedanke gekommen, ich könnte das Ganze gewerblich auch machen. Ich habe dann, also ich habe sozusagen das erste Jahr Demo-Dasein fast ohne Gewerbeschein gemacht, weil ich ja nur Eigenbedarfsdemo und habe dann meinen Gewerbeschein angemeldet. Ja. Und dann war für mich die Zeit auch da, Teammitglieder haben zu wollen. Ja. Weil ich sage, wenn ich Teammitglieder haben will, dann geht das sehr wohl in eine gewerbliche Richtung und dann brauche ich einen Gewerbeschein. Muss ich ganz klar sagen. War die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe, was Basteln angeht, ja, weil ich für mich gut dranbleibe,
Und ich muss sagen, jetzt bin ich über 2 Jahre bei meinem neuen Hobby basteln dabei. Ich habe immer noch Freude dabei, ich bin immer noch dran und habe nicht das Gefühl, Mario, jetzt wird es mir Zeit für was Neues, weil wir ja beim Basteln trotzdem immer was Neues haben, ja. Und auch neue Teammitglieder sind was Neues, ja. Und ich weiß, dass Einsteigen Mut braucht und dort und da Überlegungen mit sich bringt, weil einfach auch meine klare Empfehlung ist, nicht einfach irgendwo einsteigen, sondern telefonieren vorher miteinander. Ich habe mit meinen 2 Teammitgliedern auch vor dem Einsteigen telefoniert. Ich habe mit einer gemeinsam am Telefon sozusagen diesen Einsteigsvertrag, heißt Einsteigervertrag, weißt du das gut, ausgefüllt. Co-Kreation, ich komme aus Oberösterreich, ich bin eine Gunskirchnerin und Gunskirchen ist der geografische Mittelpunkt von Oberösterreich, darum kann ich guten Gewissens sagen, ich komme aus dem Herzen von Oberösterreich. schon wieder Obung. Genau, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, wir haben telefoniert miteinander. Das finde ich total wichtig, weil man dann, wenn einmal ein bisschen, man spürt sie zu, wenn man lernt sie kennen. Und wenn wir am Anfang, ich sage, ich bin ein Überraschungseig, weil ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen kühl und reserviert wirke, bin ich aber nicht. Und wer mich kennt, weiß das auch. Und das wissen, glaube ich, großteils die Wunderwelt-Mädels und halt auch meine YouTube-Mädels, mit denen ich öfter mal im Zoom unterwegs bin oder so wie jetzt einfach dahin plaudert. Und so darf man sich kennenlernen und so darf man sich auch für eine Demo entscheiden. Ja? Und zum Thema Abstand, weil ja die Yvonne ganz oben im Norden von Deutschland ist und die Daniela im tiefsten Tirol. Im tiefsten Tirol, ich glaube, so oft war. Ja, im höchsten im Tirol, schönen, am Berg, im schönen ich, heiligen nicht. Land Tirol, bitte. Okay, im heiligen Land Tirol. meine Teammitglieder, die ich bis jetzt habe, meine 2 Teammädels sind aus Deutschland. Und ich glaube nicht, dass das ein Hindernis ist für uns, ja. Weil mit den neuen Medien, genau. Mit WhatsApp, mit Signal, mit Zoom, ja, ist so viel möglich und man muss nicht Tür und Tür wohnen. Und ich habe in meinem Umfeld Demos, die sind auch super, die sind wirklich klasse. Aber das ist nicht mein Entscheidungskriterium, wo ich hingehe. Ja? Und hätte mich vielleicht die Dame, wo ich das erste Mal eingekauft habe, auch angerufen, ohne Druck zu machen, muss ich auch dazu sagen. Nicht buserieren und sagen, du musst aber. Aber hätte es angerufen, statt dass man mir geschrieben hat, vielleicht war ich dort eingestiegen. Ja? Ich kann es nicht sagen. Aber da hat die Daniela bei mir ganz viel richtig gemacht. Und ich denke mir, das macht es aus. Ja, aber es hat geflutscht. Hat gerade passt, genau. Genau. Stimmt. Ja. Ja, spannend. Ja, so bin also, ich Demo geworden. Ja. Es gibt, vielleicht kann ich kurz eingrätschen, wunderbare Geschichte, Carina. Es gibt aber im Chat was ganz Interessantes, was ich finde, was man nochmal aufgreifen soll, was du angesprochen hast, nämlich den Gewerbeschein. Ja. Das ist was viele abschreckt. Vielleicht kann ich dafür Deutschland sagen. In Deutschland ist das sehr viel einfacher als in Österreich. Nämlich, ihr müsst nur zur Gemeinde gehen, anmelden. Und das kostet bei uns im schönen Sonthofen im Oberallgäu genau 40 Euro. Und wenn ihr das nur für euch als Eigenbedarf macht, dann kriegt ihr auch keinerlei Probleme mit dem Finanzamt, weil da meldet ihr einfach, ihr seid Eigenbedarf oder ihr macht das als Liebhaberei. Dann müsst ihr da nicht mal bei der Steuer was melden. Wenn ihr das als kleines Gewerbe macht, dann könnt ihr immer noch das als Kleingewerbetreibende laufen lassen beim Finanzamt. Das hat auch wenig bis keine Auswirkungen. Also von dem her bitte auch dran denken, wenn man einsteigt, dass man halt den Gewerbeschein auch anmeldet, weil das unterschreibt ihr im Vertrag zu Stampin' Up, dass ihr alle notwendigen Anmeldungen dann auch vornehmt. Das stimmt, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Thema Gewerbeschein ist für viele eine Abschreckung, ganz klar. Ich persönlich muss auch sagen, ich rate es jedem meiner Mädels. Ich weiß, dass es einige Demos gibt, die keinen Gewerbeschein haben. So wie die Carina erzählt hat, sie hat es am Anfang auch nicht gehabt. Ist nicht der Idealfall. Also es würde wirklich gehören, weil man, so wie die Daniela das ganz richtig sagt, man das ja im Vertrag in Wirklichkeit unterschreibt, dass man einen Gewerbeschein hat.
oder zumindest sich dann wirklich sofort anmelden sollte, müsste, dürfte tun. Und das sollte man auch wirklich machen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und so wie die Daniela sagt, in Deutschland geht das wesentlich einfacher als in Österreich. In Österreich ist es auch keine große Sache, muss ich auch dazu sagen. Es ist in Österreich mit ein paar mehr Kosten verbunden als in Deutschland. Aber auch da ist es wirklich kein Problem. Also es gibt auch in Österreich ganz, ganz kleine Gewerbescheine, die jetzt wirklich... Bei uns kostet dafür das Anmelden übrigens nichts. Genau. Da zahlen wir jetzt nichts. Aber bei uns kommen halt die Kosten dann im Nachhinein. Aber nicht überschwinglich groß. Also es ist wirklich etwas, was man sich leisten kann. Und man ist halt abgesichert, man ist auf der sicheren Seite. Man kann auch ohne schlechten Gewissen für eine Nachbarin was mitbestellen oder für eine Freundin und weiß genau, es ist kein Problem, ich habe einen Gewerbeschein, es ist alles in Ordnung. Und man ist trotzdem aber weit unter einer Schwelle, wo das irgendwie ein Problem wäre. Und da absolut, ist immer mein Tipp, geht es da wirklich an die öffentlichen Stellen, macht euch da kundig. Ihr werdet sehen, es ist kein Problem. Ihr kriegt es auch ohne weiteres von einem Steuerberater mal eine erste Auskunft kostenlos. In den meisten Fällen, die auch einfach mal eine Erstberatung geben. Und werden euch dann auch, die werden dann auch mal fragen, okay, was habt ihr denn vor und in was für einem Bereich soll sich denn das bewegen? Und wenn ihr das für einen Eigenbedarf macht, dann ist es ja sowieso gar kein Thema. Also, und bis das wirklich einmal ist, dass man mit der Steuer zu tun hat, wächst man ja rein. Nicht? Das ist immer so, absolut, wie ich sage, das ist immer für mich ein bisschen ein Problem, wenn so die großen Demos jammern von wegen, mach, die Steuer ist wieder zu machen und dieses und jenes und bla 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 und so anstrengend und Ding. Das ist etwas, das ist in so weiter Ferne, bis man dort einmal hinkommt, dabei hat man so viel Erfahrung gesammelt, dass man mit dem auch lernt, umzugehen und das auch lernt zu machen. Das ist ja nicht etwas, was von Tag 1 vor einem eingefordert wird. Ich sage immer, das ist wie wenn man einen Volksschüler also zu dem sagt, er muss die Matura machen, dann kriegt er auch die Krise, weil er sagt, okay, ich kann noch nicht einmal schreiben, wie soll ich da eine Matura machen? Aber das ist nichts anderes. Und wenn man dann mit der Zeit in die Schule geht, dann steigt man in die nächste Klasse und in die nächste und in die nächste und in die nächste. Und irgendwann ist die Matura auch kein Ding mehr, weil man sich dorthin gearbeitet hat, weil man es eben gelernt hat, für die Deutschen das Abitur, die Matura. Jedenfalls, ihr lernt das alles mit der Zeit. Da keine Krise haben schon im Vorfeld über etwas, was gar nicht ansteht. Ja. Also ich kann so ein Beispiel. Ja. Yvonne, mach du? Also ich würde gerne mal auf den Kommentar von Gunnula eingehen. Beziehungsweise, Moment, jetzt wer war es? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also es geht darum mit der Steuer. Also wenn ihr ein Kleingewerbe zunächst erstmal anmeldet, habt ihr gar keine Probleme. Denn ihr habt ja noch keine, ihr könnt in dem Fall dann angeben, ob ihr umsatzsteuerpflichtig seid oder nicht. Und ich zum Beispiel habe auch ein Gewerbe angemeldet, bin Kleinunternehmerin und ich habe jetzt, glaube ich, einen Rahmen, bin im Jahr bis zu, ich glaube, ist es hochgesetzt worden auf 25.000 Euro, die man verdienen darf. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, das könnt ihr im Netz aber auch gut nachlesen. Und zu den Steuern tatsächlich, da reicht eine Einnahmenüberschussrechnung anfangs. Also ihr schreibt die Einnahmen auf, die Ausgaben, das, was überbleibt, wird dann auch von Programm errechnet. Und das ist das praktisch, was ihr machen müsst. Also das ist kein großer Aufwand, gerade jetzt am Anfang, wenn ihr anfangt, überhaupt kein Problem. Das kriegt jeder eigentlich gewuppt. Genau, in Österreich ist es ähnlich, wenn man anfängt. Also bei mir ist es auch so, ich bin als Kleinstunternehmerin angemeldet und vielleicht zum Gewerbe anmelden. Nur mein wichtigster Tipp in dem Fall ist, wendet euch an die Wirtschaftskammer. Da sitzt normalerweise immer eine fähige Person, die zum einen weiß, wo man hingehört, was man anmelden soll. Und wenn nicht Corona-Lockdown-Zeiten sind, geht man da hin, macht einen Termin und Gewerbescheinanmeldung, Finanzamt, Sozialversicherung, machen die mit an gemeinsam. Also das ist überhaupt keine Hexerei. Und da im Finanzamt schickt man ein Formular hin, dass man sozusagen Kleinstunternehmer ist und man macht, so wie die Yvonne sagt, in Deutschland, genauso in Österreich, ein Kassabuch, ja? Einnahmen, Ausgaben und ich mache halt am Ende des Jahres keinen Lohnsteuerausgleich, sondern Einkommensteuerausgleich, ja? Wo ein bisschen mehr zum Eingeben ist, aber es ist tatsächlich keine Hexerei und es ist nicht zum Fürchten. Man wächst ein, so wie die Daniela gesagt hat. Die Gundula schreibt gerade,
Sie ist einkommensteuerpflichtig, weil sie selbstständig war. Gundula, auch da ist es so, man muss jetzt erst einmal kräftige Überschüsse haben an Einnahmen, um überhaupt in eine Einkommensteuerpflicht zu kommen. Ne? Also solange die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, ist mit einer Einkommensteuer nichts los. Und wenn es einmal so weit ist, Gundula, dann kriegen wir das cool. Ein. Die Steff fragt gerade, ob man mal ein Video machen kann über Technik, Ausstattung und so weiter. Das Video war in meinem Fall recht kurz, weil ich habe ein Handy, das da umhängt an einem Schwanenhals. Drüber hängt eine Ringleuchte. Und ich nutze ein kostenloses Schneideprogramm auf meinem normalen Laptop und das war's mit Technik. Ganz genau. Das ist auch, das ist auch so eine spannende Sache, dass viele meinen, um Videos zu drehen, das ist, da braucht man Mozart Equipment und das ist ganz kompliziert. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und wenn man in einer wirklich guten Stampin' Up-Gruppe ist, dann wird es auch immer ein paar geben, die schon Videos machen. Und die helfen einem dann auch weiter, indem sie einen Link schicken, wo ich habe mir damals die und die Lampen gekauft, schau dir mal die an oder ein Foto schicken, bei mir schaut das so und so aus. Aber mit dem ein Video zu machen, wäre wirklich, wäre nicht zeitfüllend, so wie die Carina sagt. Das ist gleich vorbei. Ja. Das ist keine Hexerei. Ja. Genau, und im Team Wunderwelt-Mädels haben wir ja natürlich, wie die Carina schon gesagt hat, die YouTube-Gruppe, wo wir das dann alles austauschen auch miteinander. Genau, also ganz genau. Und auch wir telefonieren miteinander. Die Daniela und ich haben ja im Vorfeld auch schon telefoniert. Von dem her habe ich schon ein bisschen früher gewusst, dass die Daniela Wunderwelt-Mädel wird. aber weil wir sozusagen beide mit einem ähnlichen Programm arbeiten, ja. Die Frage von der Monika, ich filme mit einem iPhone, aber die Daniela zum Beispiel mit einem anderen und wir arbeiten trotzdem im selben Schneideprogramm, ja. Kreativ Nala schreibt gerade, ob man denn die Stempel und so weiter als Ausgabe abrechnen kann. Ja, natürlich, Kreativ Nala. Klar, alle Ausgaben, die man braucht fürs Geschäft, fürs Stempelgeschäft, jedes Papier, alles, was man kauft, ist eine Ausgabe. Ja. Ja. Genauso läuft es. Also es ist wirklich nicht schwer, nicht, braucht es euch nicht abschrecken lassen von dem Thema Gewerbeschein und so weiter. Es ist keine. Und weil gerade irgendwie YouTube-Videos so viel Thema sind, man muss weder als Stampin' Up Demo noch als Wunderwelt-Mädel zwingend YouTube-Videos machen. Das ist auch immer wieder ein Thema im Sinn von, ich würde gerne einsteigen, aber ich traue mir keine Videos machen. Das braucht es gar nicht. Ja? Ich glaube, ich habe schon mitgekriegt, wir sind ganz viele Wunderwelt-Mädels und eine Handvoll oder zwei Handvoll, die Videos machen. Ja? Das ist ja das Schöne, wenn man in ein Team kommt, wo alles sein darf, wo ich gewerbliche Interessen haben darf, wo ich Hobby-Demo sein darf, wo ich YouTube-Videos machen will oder auch nicht, wo ich meine Fotos wo zeigen mag, oder wo ich mich auch nur von anderen Fotos inspirieren lassen mag. Es ist alles okay. Und ich glaube, das macht so ein Team auch aus, dass man keinen Druck kriegt, irgendwo hin zu müssen, im Sinn von, du steigst bei mir und du sollst aber in zwei Jahren selber drei Mitglieder haben. Das ist ja ein Wahnsinn. Das gibt es ja bei uns nicht. Das stimmt. Mandy schreibt auch gerade, das war ihre größte Angst damals. Ja, ich weiß, vor dem haben viele Angst, weil es in ganz vielen so direkt vertrieben so läuft. Das ist ein weit verbreitetes Thema. Der Druck, der eventuell kommen könnte, von wegen von Umsatz, von Teamaufbau und. Ich sage jetzt mal, in schlechten Direktvertrieben ist es so. Da braucht man uns gar nicht irgendwas vormachen. Ja. Es gibt Betriebe, die wirklich deren Demos oder Vertreterinnen oder wie auch immer sie das Ganze nennen, wirklich anständig unter Druck setzen, um Erfolge zu erzielen. Aber das ist bei Stampin' Up! Nicht. Und das ist eigentlich das Schöne, deshalb kann ich es auch mit gutem Gewissen immer wieder so empfehlen und sagen, kommt doch zu uns in die Gruppe, wir haben mega viel Spaß miteinander und es ist wirklich eine schöne Geschichte, weil es keinen Druck gibt. Und ich weiß aber, dass ganz viele von dem wirklich Angst haben, weil sie es einfach vielerlei anderswo so erlebt haben. Und die Gundula sagt auch gerade, sie hat das schon dreimal mitgemacht. Katastrophal. Also ich könnte das gar nicht. Ich könnte niemals jemanden unter Druck setzen. Ich kann jemanden ermutigen, so wie die Carina, und sagen, danke. Haben Sie nicht Lust, wollen Sie nicht, probieren Sie mal, wäre vielleicht eine Idee. Das kann ich und das mache ich auch gern. Also wenn ich irgendwo merke, es hat jemand
irgendwo ein Talent oder man hat das Gefühl, man spürt das ein bisschen, wer wohin will. Oder wenn jemand sagt, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber ich traue mir nicht richtig, dann ist es gern so, dass ich irgendwie versuche zu unterstützen oder zu sagen, komm, probier mal oder kann ja nichts schief gehen. Aber das ist es dann auch gewesen. Also es wird kein Druck in irgendeine Richtung geben, weder von mir noch von meinen Mädels, weil ich da mit meinen Mädels das auch immer so ganz klar kommuniziert habe und auch mir ja das untereinander schätzen, dass es eben diesen Druck und diese Erwartungshaltung nicht gibt. Wir freuen uns über jeden Erfolg und freuen uns über alles, was Schönes passiert und über jedes Teammitglied, das zu uns findet. Aber das ist auch gut so. Ne? Also so genau. Sehe ich das. Ich sehe es auch so. Und deshalb sind bei uns in jeder Ebene Hobby-Demos auch willkommen und nicht nur welche, die weiter wollen. Das stimmt. Und so wie die Yvonne schon gesagt hat, deswegen ist eben das auch das Schöne bei uns, dass es eben die ganz große Gruppe gibt, der Wunderweltmädels. Und so wie ich euch schon vorher erklärt habe, hat aber jede natürlich mit ihrem Team nur ihre eigene kleine Gruppe. Nicht? Und so betreut jede ihre Teammitglieder. Und wenn jetzt aber eine mal auf Urlaub ist oder gerade mal verhindert ist, warum auch immer, dann haben die Mädels immer nur die Möglichkeit, in der großen Gruppe sich auszutauschen und zu fragen. Weil eben diese Mädels, die unter meine Teammitglieder sind, genauso in der großen Wunderwelt-Mädels-Signalgruppe drinnen sind. Ganz gleich wie meine Mädels aus erster Linie. Und ich glaube, das macht einfach eine ganz gute Stimmung und macht ganz viel aus, dass jeder das Gefühl hat, er ist ein Wunderwelt-Mädel, ganz egal in welcher Ebene. Ja, das glaube ich auch. Und die Hasenfuß hat gerade mal geschrieben, ob man denn auch Wunderwelt-Mädel sein kann, ohne Stampin'-Up-Demo zu sein. Hasenfuß, leider nein. Das geht leider nicht. Also das ist jetzt kein Club oder so irgendwie, sondern das ist einfach halt eine Arbeitsgruppe, wenn man so will. Das geht halt einfach nicht. Das tut mir leid, aber das haut nicht hin. Ja, schön. Okay, gut. Habt ihr noch Fragen? Schreibt es mal rein in den Chat, falls ihr noch irgendwie Fragen habt. Immer wieder das Thema auf. Brauche ich eine Kreditkarte oder PayPal zum Einsteigen? Ah ja, spannend. Also PayPal geht zum Einsteigen, Kreditkarte geht auch. Ich habe mir sagen lassen, dass Überweisung scheinbar auch geht. Aber wie das genau mit der Überweisung funktioniert, ich weiß nicht, hat da jemand von euch Erfahrung? Also leider nein, aber Lastschrift, ich habe auch eine Kreditkarte. Ne? Also mit Lastschrift geht? Ja. Okay. Also das wüsste ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe mir was auch schon sagen lassen, dass es eben funktioniert. Also es ist mir schon erzählt worden, aber ich weiß leider nicht, wie das genau funktioniert mit der Lastschrift. Also ich habe mein Konto, läuft nur über mein ganz normales Bankkonto. Ich habe weder PayPal hinterlegt noch eine Kreditkarte, auch wenn ich beides habe noch zusätzlich. Aber mein Konto läuft komplett über mein Bankkonto. Ja, das, aber Yvonne, das war ja noch bevor der neue Shop eingestellt worden ist. Und mit dem neuen Shop hat sich ja das dann verändert, dass wir PayPal dazu gekriegt haben. Ja, genau. Aber ich weiß jetzt nicht genau, eben irgendwie scheint das dann da auch über die Lastschrift zu funktionieren. Ja. Das müsste man definitiv nochmal. Steff schreibt gerade, Bankeinzug geht, nur keine Überweisung. Ah ja, perfekt. Klasse. Hedi schreibt auch, Bankeinzug geht auch. Ja, dann bitte, dann seid ihr alle bestens aufgehoben. Da oben war noch eine Frage, die ich ganz spannend finde, auch von der Johanna. Ja. Johanna fragt, wenn man aus Demo einsteigt und dann wieder rausfliegt, weil man Umsatz nicht erreicht, kann man dann trotzdem wieder einsteigen? Ja, Johanna, das kann man. Das ist so, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt im August einsteigt, also nehmen wir mal das Beispiel, Sie steigen jetzt im August ein, muss ich mir da nur wieder ein neues Blatt holen, dann haben Sie automatisch August und September frei, weil Stampin' Up beginnt erst zu zählen im nächsten neuen Quartal. Das heißt, es beginnt erst der Oktober und November und Dezember zu zählen. In denen 3 Monaten müsste man die 300 CSV, die so in etwa 360 Euro entsprechen,
bestellen. Alles, was im August schon bestellt wird oder im September, zählt da bereits dazu. Das heißt, ihr habt eigentlich, wenn ihr jetzt im August einsteigt, 5 Monate Zeit, um die 300 CSV zusammenzubringen. Danach beginnt das Spiel jedes Quartal neu. Das heißt, dann beginnt es wieder im Januar plus Februar plus März. Und da werden dann wieder die nächsten 300 CSV fällig. Da haben wir dann wirklich nur die 3 Monate Zeit. Würde man jetzt in diesen 3 Monaten, die da drauf folgen, zum Beispiel nur mehr noch um, keine Ahnung, 200 CSV bestellen und würde dann automatisch rausfallen, dann kann man im Prinzip eigentlich ja gleich einmal wieder einsteigen. Also da gibt es jetzt keine Riesenspanne, sondern man könnte dann sogar im, keine Ahnung, Juni zum Beispiel wieder einsteigen. Der Punkt ist aber der, also man hat in Wirklichkeit bis März die 3 Monate und es gibt danach nur einen Monat, der ein Pending-Monat ist, heißt man das. Das heißt, Stampin' Up! Gibt dann im April nur eine Nachfrist. Schafft man es da auch nicht, fällt man raus. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hergehen und dann im Mai oder im Juni oder im Juli nochmal einsteigen möchten, da sind wir jetzt bei den 3 Monate, dann würden Sie automatisch wieder bei der Demo einsteigen, wo Sie vorher wohnen. Also das ist immer so. Da können Sie jetzt keine andere Demo wählen. Wenn Sie aber erst im August wiederum einsteigen, also im 4. Monat danach, dann können Sie bei jeder x-beliebigen Demo einsteigen. Das heißt, wer rausfällt und merkt, ich möchte eigentlich lieber in ein anderes Team, der sollte unbedingt bei Stampin' Up! Beim Support anrufen. Das kann man auch als Kunde machen. Anrufen und fragen, wann ist der erste Tag, wo ich wieder einsteigen kann unter einer anderen Demo, als ich vorher war. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese Auskunft bekommt man auch vom Support. Wenn Sie jetzt aber sagen, nein, ich bin bei der Demo eh total glücklich, wo ich war, dann können Sie im Prinzip im Mai wieder einsteigen oder im Juni oder im Juli oder im August. Also da kann man einsteigen, wann man halt wieder will. Also es passiert wirklich nichts und man muss auch nicht irgendwas zurückgeben oder zahlen oder sonst was. Man hat halt nur immer wieder das Starter-Set, die 100. Man hat immer wieder Starter-Set, aber... Also. Ja. Aber es ist in Wirklichkeit auch so, dass man immer wieder ja bei Null anfängt, ne? Genau. Weil im besten Fall ist es ja so, dass man sich raufarbeitet, sage ich jetzt einmal, mit der Zeit und dann in die nächste Stufe kommt, wo man ja nicht nur 20% Sofortrabatt kriegt, sondern 25% Sofortrabatt. Das wäre ja wünschenswert, dass man das erreicht, weil das einfach total super ist. Wenn man aber das erreicht hat und man fällt dann raus, beginnt man wieder bei Null. Das heißt, man muss wieder von vorne beginnen. Ja, Mandy schreibt auch gut, der Support ist sehr hilfreich und sehr freundlich. Das stimmt. Also die sind wirklich für solche Fragen immer da. Oder ihr könnt es natürlich auch bei Demos anrufen, ist eh klar. Aber um einen Tag zu wissen, wann man wieder einsteigen kann, da ist immer der Support die beste Anlaufstelle. Die Alexandra schreibt gerade, man könnte nach 3 Monaten wieder neu anfangen. Nein, Alexandra, das stimmt nicht. Man kann eigentlich schon im Folgemonat wieder anfangen, aber eben bei der gleichen Demo, wo man vorher war. Oh, die Steff war schon Elite-Silva. Wow. Ja, Steff, oh Gott, was ist denn da passiert? Wahnsinn. Oh, das ist natürlich schlecht. Okay, also das ist natürlich schade, wenn man schon mal so sich hochgearbeitet hat und dann wieder bei Null anfangen muss, das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich Mist. Aha, wie süß, Sabine, voll nett. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Habt ihr noch was gelesen, Mädels, was ich übersehen habe? Ja, ich glaube, ja. Vielleicht kommt ja noch was. Die Felia hat geschrieben, sie hat einmal irgendwo gehört, dass man dieses Wieder- und Wiedereinstieg nicht unbegrenzt oft machen kann. Felia, das könnte sein. Ich weiß jetzt nicht, was da die Obergrenze ist. Da müsst ihr direkt beim Supporter mal anfragen. Aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Mal einsteigt, dann wird irgendwann vielleicht Stampin' Up! Schon einmal das irgendwie vermerken und sagen, okay, also
die Dame steigt ein, geht, steigt ein, geht, steigt ein, geht. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Nicht? Also Sinn und Zweck ist ja schon, dass wenn man sagt, ich bleibe dabei und ich möchte eigentlich auch gern dabei bleiben, dass man dann auch wirklich dabei bleibt. Also die 300 CSV klingen so viel, sind aber in den allermeisten Fällen nicht wirklich eine Hürde. Ne? Also das geht sich in den allermeisten Fällen ganz gut aus. Es kann natürlich einmal zur Hürde werden, gar keine Frage, deswegen kann man ja auch wieder einsteigen. Aber es gibt natürlich manche, die machen das wie eine Art Sport, also bei jeder x-beliebigen Aktion steigen die wieder ein und dann fallen sie wieder raus und dann steigen sie wieder ein und fallen wieder raus. Aber das ist ja nicht das Ziel. Nicht? Also wir wollen ja schon ein stabiles Team haben. Also so geht es zumindest mir. Und das ist das, was ich auch schon oft, früher schon oft einmal gesagt habe in meine Demo, in meine Videos. Ich bin kein Freund dieser ewigen Wiedereinsteiger. Also ich habe jetzt kein Problem, wenn jemand einmal aus meinem Team rausfällt und sagt, ich merke, mir fehlt das total, ich würde gern wieder kommen. Dann ist das gar kein Thema. Der ist gerne wieder gesehen, darf jederzeit wieder einsteigen, gar keine Frage. Aber diese dauernden Einsteiger-Ausscheider, die sind bei mir nicht willkommen. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich gebe mir wirklich Mühe um mein Team. Ich gebe da wirklich viel Einsatz und das habe ich nicht Lust, bei jemandem zu machen, der das Ding nur ausnützt. Weil für mich sind diese Aus- und Einsteiger, die das so wie ein Sport betreiben, die nützen für mich das System aus und das mag ich nicht. Also das ist nicht, nein, das mag ich einfach nicht. Und die will ich dann auch nicht in meiner Truppe haben. Ja, und da möchte ich noch was dazu sagen. Ja, genau, nämlich, weil diese 3 Monate Wartezeit sind ja sehr, sehr kulant. Ja. Und so wie die Daniela sagt, das ist gut, wenn man sagt, hey, ja, es geht mir ab. Oder vielleicht hat man mal einen Engpass und es geht sich nicht aus. Oder man hat eine persönliche Situation, wo man nicht mehr kann und sagt, ich möchte dann wieder zurückkommen. Und da sind die 3 Monate sehr kulant, weil ich kenne andere Vertriebe, da warten wir, ist man ein Jahr gesperrt. Ja? Mhm. Aber ich bin da auch ganz bei der Daniela, es soll jetzt nicht ein Hop-on, Hop-off Sport werden, wo man sagt, ich greife ab, was geht. Nein. Froh und dankbar sein, dass es möglich ist, aber nicht zum Zweck, dass man anrammt bis zum Gehtnimmer. Bin ich ganz dabei, brauche ich auch nicht. Ja, ja. Und ich lese gerade im Chat, ich lese gerade im Chat, wenn jemand krank ist oder Kinder kriegt oder wie auch immer, von dem reden wir gar nicht. Das ist gar nicht das Thema, dass jemand einmal krank wird und aufgrund dessen ausscheidet oder nicht mehr kann. Oder dass jemand ein Kind kriegt und sagt, okay, meine Prioritäten verschieben sich im Moment. Von dem reden wir überhaupt nicht. Sondern wir reden wirklich von denen, die nur abgreifen wollen und wieder aussteigen und das Nächste abgreifen wollen und wieder aussteigen. Also diese typischen, die so das Nehmergehen haben, die alles raffen wollen, was gerade geht, und aber nichts, keinen Einsatz geben wollen oder sich nicht bemühen wollen. Von denen reden wir. Also wir reden wirklich, wirklich nicht von denen, wo einmal eine Krankheit dazwischen kommt oder Kinder oder irgendeine andere Situation. Es gibt ja zig Situationen. Oder so wie die Carina schon gesagt hat, dass sich die Lebenssituation verändert, gar kein Thema. Also da kriegt man von uns sicher größtes Verständnis, nur ich habe kein Verständnis für totale Egoisten. Ich stelle es einmal so in den Raum. Die totalen Egoisten sind bei uns einfach nicht richtig. Das sehen wir nicht. Wir sind kein Egoistenteam, sondern wir sind wirklich ein Team mit Herz, finde ich. Ja. Die Monika hat auch einen ganz tollen Ansatz, was ich nur aufgreifen wollte, ist, SU hat immer so tolle Angebote, dass es kein Problem ist, die 360 Euro zusammenbekommen. Ja, auf jeden Fall, denn was soll ich sagen? Ich habe mit den Schmetterlingen angefangen und in der Zwischenzeit gab es schon total viele Schmetterlinge. Und man denkt ja immer, man hat ja, man braucht ja nicht. Nein, man braucht auch die neuen und die neuen sind wunderschön im Jahreskatalog. Also von dem her, es gibt immer irgendwas, auch wenn es vielleicht ein ähnliches Motiv ist, das ist immer anders. Und im Laufe der Zeit habe ich jetzt gemerkt, in den wirklich 8 Jahren, 9 Jahren, die Produkte, die werden auch qualitativ immer noch hochwertiger. Also gerade zum Beispiel beim Designerpapier oder so oder auch bei den Stempeln, es wird noch filigraner alles und ausgefeilter. Also von dem her,
man schafft es locker, diesen Quartalsumsatz zu kriegen. Und auch wenn man länger dabei ist, es gibt immer wieder wunderschöne neue Sachen. Und ja, also ich hatte jetzt noch nie das Problem, dass ich leider nichts gefunden habe. Ja, das stimmt. Ja, der Hasenfuß hat gerade geschrieben, sie könnte das nicht, weil es chronisch krank ist und das nicht leicht ist. Das glaube ich sofort. Und da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben tatsächlich im Team, aber gerade unter Bastlern, ganz viele Menschen mit einer chronischen Erkrankung, die einmal intensiver ist und einmal weniger. Und gerade da finde ich dort Basteln total gut, ja. Man lenkt sich ein bisschen ab, man hat was, wo man relativ schnell einen Erfolg sieht. Nicht umsonst gibt es ja, sage ich jetzt mal, ganz viele Therapieeinrichtungen, Ergotherapie, was ja in Wahrheit auch nichts anderes ist. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, da jeden Tag was auszuhauen. Ja? Und wenn man mal Phasen hat, wo es weniger gut geht, ist das okay. Um das geht es gar nicht, Hasenfuß. Es geht wirklich darum, Schnorrer, sage ich mal, nicht da haben zu wollen. Aber wenn wer schwierige Situationen hat oder auch sagt, das mit den 300 CSV geht es über knapp aus, ja, dann darf das sein. Und da darf man dann auch mal sagen, ich brauche jetzt einmal eine Pause, weil es geht gerade nicht. Und man kann auch wieder einsteigen. Ja. Und wenn es einmal knapp wird, es gibt bei uns sowas wie einen Bending-Monat, heißt das. Das heißt, wenn ich mal bei den 3 Monaten die 300 CSV nicht geschafft habe, dann kann ich einen Monat dranhängen, dass ich das noch einlöse. Ja. Das ist nie das Thema, ja. Das ging ja völlig an der Menschlichkeit vorbei. Stimmt. Aber genauso ja. Menschlich ist es halt auch, dass man sagt, ich nutze das System nicht aus. Genau, und von dem haben wir eigentlich ja gesprochen. Es geht um das Ausnützen und um das, ja, nicht wirkliches Interesse an einem Team haben, sondern einfach nur haben wollen, ne? Genau, weil bei uns ist schon ein bisschen nicht nur Geschäft im Vordergrund, sondern Team und Gemeinschaft spielt, glaube ich, bei uns eine sehr große Rolle. Ja. Stimmt, genau. Ja, absolut. Und man wird, es ist ja so, ist man in einer Gruppe drin, wie jetzt zum Beispiel bei den Wunderwelt-Mädels. Es ist ja nicht nur so, dass es immer rein ums Hobby geht oder um das, was gerade so mit Papier machbar ist, sondern wir versuchen auch, wenn möglich, die Leute ein bisschen aufzufangen, sie zu bestärken, wenn sie unsicher sind. Und gerade wenn man krank ist, sucht man sich ja in der Regel auch ein Hobby. Und wenn es jetzt das Basteln mit Papier ist und man bastelt damit, alleine das bringt ja schon eine gewisse Heilung, sage ich jetzt mal, eine geistige Heilung auch. So finde ich das, so empfinde ich das zumindest. Und es ist niemand hier bei uns zum Beispiel, der jetzt sagt, ja, jetzt ist sie krank und jetzt ist sie weniger wert. Nein, im Gegenteil. Wir schätzen gerade Menschen, die es wirklich schwer haben, die sich eine Alternative suchen, die sich ablenken möchten von ihrem Problem, die man ja nun dann zwangsläufig auch nun hat. Und hier wird keiner ausgegrenzt, Gegenteil. Ich finde, man wird hier wirklich aufgefangen, ermuntert und ja, man kriegt auch so eine positive Einstellung zum Leben, dass es nicht immer alles nur dunkel, schwarz und grau ist, sondern dass man mit, ja, schon allein beim Basteln mit diesen Farben bekommt man wieder gute Laune, man kriegt nur noch einen kleinen Hoffnungsschimmer und ich finde, das ist auch ganz wichtig für ein Team, dass man nicht nur immer in guten Zeiten da ist, sondern auch mal sagt, hier, mir geht es gerade nicht so gut und dann kann man auch mal einen kleinen Kreis privat mal sprechen und das hilft schon unheimlich weiter und ich finde das gerade auch so wunderbar. Ich habe noch eine andere Sache, wenn ich jetzt mal komplett den Spruch hin schmeißen darf. Und zwar unbedingt, Yvonne. bei der Celebration ist mir nämlich nur eingefallen, viele sagen ja immer, ich hätte ja gern das Gastgeberinnengeschenk, aber ich will keine Party machen. Das braucht ach, spannend, nicht. Genau. Ihr genau. Braucht keine Partys zu geben. Wenn ihr das Gastgeberinnengeschenk haben möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch bekommen. Ab 375 Euro Bestellwert ist das nämlich auch auswählbar. Also nur mal so, ihr braucht keine Partys zu geben. Das wollte ich nur noch schnell einführen. Gleiches gilt ja auch für die... auch aus dem Jahreskatalog, gell, ab Seite 170,
für die Spezialstempelsets, die es mit den Shopping-Vorteilen geht. Also das gibt es auch nicht, wenn du eine Party machst, sondern auch, wenn quasi der Umsatz von 200 Euro erreicht ist. Stimmt. Und dann genau. Mit den 20% kann ich mir dann was raussuchen. Und das Gleiche gibt es im Mini-Katalog auch. Stimmt. Und das ist oft etwas, was ein bisschen irreführend ist mit den Gastgeberinnen-Sets, weil das eigentlich mit Gastgeberin oder mit Party gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur mit einer Bestellsumme. Genau. Ja, schön. Sita hat auch gerade was ganz Schönes reingeschrieben. Das Basteln einer Rundum-Therapie ist, die motorischen Fähigkeiten und kognitiven Fähigkeiten auch trainiert. Und das stimmt. Und es tut einfach der Seele gut. Das muss man ganz klar sagen. Also Basteln ist absolut etwas, der Seele einfach auch gut tut. Genau. Schön, ihr Lieben. Wow, heute sind wir ja wirklich querbeet durchs Demo-Dasein durchgerast. Haben auch ganz viel erzählt aus unserem Leben und unserem Ding, wie es uns so gegangen ist. Und ich habe das ganz schön gefunden, Mädels. Danke, es war ein richtig schöner Austausch, finde ich. Ich finde auch. Danke für die Einladung und die Idee. Sehr gern, sehr gern. Und ich finde es auch total schön, dass viele von euch im Chat so schön mitgeschrieben haben und auch da Fragen reingestellt haben. Vielen, vielen Dank an der Stelle für alle, die heute im Chat so fleißig mitgeschrieben haben und so super auch Fragen gestellt haben und auch Kommentare dazu geschrieben haben. Ganz, ganz, ganz mega. Also wenn euch diese Art der Videos auch gefällt, dann bitte schenkt uns einen Daumen hoch. Schreibt es bitte drunter in die Kommentare. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir wissen, soll immer sowas wieder mal machen. Geplant wäre es. Wir würden solche Gesprächsrunden gern immer wieder mal zu verschiedenen Themen anbieten, sofern ihr daran Interesse habt. Also schreibt uns bitte ganz gern drunter Kommentare unter das Video und schenkt uns vor allem die Daumen hoch, wenn ihr das gern hättet, dass wir sowas öfter machen. Dann werden wir uns das überlegen, was uns da alles einfällt, oder? Zu beplaudern, Mädels. Reden da wir ja alle gerne in Wahrheit. Bestimmt. Das ist wohl wahr. Schön, okay, gut. Und dann nur eine Info an alle, die überlegen, an unserem Wunderwelt-Mädels-Bastelmarathon noch teilzunehmen. Ihr habt diese Woche noch Zeit, also es ist bis kommenden Sonntag noch Zeit, die Karten nachzubasteln und per E-Mail bitte zu schicken. Ein Foto, damit wir wissen, ihr wollt an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und morgen entfällt leider mein Video. Dafür haben wir ja heute jetzt eine ganze Zeit gequatscht. Morgen entfällt, weil Katalogstart ist. Das kriege ich einfach zeitlich leider nicht hin. Aber am Donnerstag werden wir wieder direkt was basteln. Und dann freue ich mich schon total drauf, wenn wir wieder eine Runde kreativ sind. Ne? Schön. Okay, Mädels. Wollt ihr noch einen Abschlusssatz sagen? Schmeißt es noch raus. Piep, piep, ich hab euch alle lieb. Mega, ich meine. Absolut, ja. Weil ich glaube, also das möchte ich schon sagen, ich glaube, diese Stimmung, die wir Wunderwelt-Mädels haben, die übertragt sich auch ein bisschen auf euch, ja. Und egal, ob jetzt in dem Chat oder in einem Chat von unseren Lives, wo wir basteln, diese gute Stimmung ist da auch da und dieses Miteinander. Und auch wenn man als Nicht-Demo kein Wunderwelt-Mädel seid, ja, dieses gemeinschaftlich und Herz haben, finde ich, tragt sie schon recht gut mit. Und von dem her auch danke dafür. Absolut. Ja, vielen Dank auch, dass ihr eure Geschichten mit uns teilt, so wie wir einen Teil von von unserer Kreativität mit euch teilen. Finde ich es ganz toll, dass ihr auch da auch so fleißig kommentiert und das mitmacht und auch bei jedem von uns, also nicht nur bei Daniela, sondern auch bei uns anderen, die Videos anschaut, dafür auch vielen lieben Dank. Und Ihnen, Daniela, für die tolle Idee. Ganz mega. Echt. Ja. Sehr gern. Hat sehr gern. Spaß gemacht. Es fällt ganz, ganz, ganz leicht mit so fantastischen Frauen, wie ihr alle seid, so schöne Abende und Runden zu machen, fällt wirklich leicht. Und da kommen eben diese Ideen, weil wir eben es einfach fein miteinander haben. Schön. Ihr Lieben, in dem Fall wünsche ich jetzt allen einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und jetzt sagen, wir sehen uns auf meinem Kanal wieder am Donnerstag. Ganz, ganz liebe Grüße in die Runde nochmal und tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.